Hallo, 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 mein Name ist Mr. Jason und willkommen zurück zu meinem Minecraft Let's Play. Wie letztes Mal angekündigt, wollen wir uns heute mal etwas der Stadt Grindavik widmen. Zum einen, weil ich meine Dorfbewohner mal hier zum Fortpflanzen bringen möchte. Zum anderen, weil ich wenigstens mal grundlegende Sachen festlegen möchte, was alles in dieser Stadt passieren soll. Insbesondere, wie die Straßen verteilt werden sollen und ein paar grundlegende Gebäude. Ich möchte auf jeden Fall den Villager Breeder an den Start bringen. Das wird heute unsere Aufgabe sein. Im ersten Schritt werde ich jetzt mal die Straßen auslegen, die hier sind. Also hier ist ja die Eingangsstraße zur Stadt und zur Burg. Die wird also hier durchführen, die wird auch schön gepflastert sein. Es wird hier einen zentralen Platz geben, von dem aus dann noch eine Hauptstraße in Richtung Hafen führt. Der Hafen muss dann auch nochmal, oder beziehungsweise das Wasser muss hier hinten nochmal erweitert werden, damit das hier auch irgendwie etwas seeiger aussieht. Also hier wird es noch eine Hauptstraße geben und hier rüber dann auch noch eine Hauptstraße, die also etwas mehr in die Stadt verteilt, sodass wir dann quasi vier Viertel haben in dieser Stadt, denen wir uns widmen können. An der Hauptstraße soll es irgendwo einen großen Platz geben, auf dem steht auch dann hinterher der Villager Breeder und der wird auch weiterhin dort bleiben. Da habe ich diesmal was anderes vor als in Lansby. Und so wird also die grundlegende Struktur der Stadt werden. Und ich benutze jetzt zum Vorzeichnen quasi erstmal die ungeliebten Blöcke. Granitblöcke sind also die Hauptstraße und ja, das Diorit wird dann ja die Nebenstraße werden. So haben die dann auch doch eine nette Verwendung. So, ansonsten gelten hier natürlich dieselben Regeln wie in Lansby auch. Diese Vertiefungen müssen früher oder später entfernt werden, damit nicht ein Villager reinkommt und feststellt, oh, wir haben ja doch nur vier Türen, weswegen wir uns hier die ganze Zeit fortpflanzen. Das sind noch so ein paar Sachen, die müssen dann auch noch erledigt werden. Das ist aber hier quasi, Kleinigkeit in dem Sinne. Dann haben wir doch die ersten Hauptstraßen mal verteilt. Also man sieht hier die eine, die quer durchführt. Dann hier Richtung Hafengebiet hin. Wollte ich zunächst eine nur hier vom Mittelpunkt aus machen. Aber habe mir dann gedacht, na, vom Eingang direkt zum Hafen, das macht ja auch Sinn. Und hier eine drüben noch, die halt quasi diese beiden Viertel voneinander trennt. Dazu muss ich auch mal sagen, ich bin mal super gespannt drauf, was in 1.14 kommt. Da sind ja noch jede Menge neuer Blöcke und so weiter drin. Mal gucken, wie nützlich die sind. Hier haben wir auf jeden Fall genügend Platz, um die ordentlich runterzubringen. Und, kleiner Disclaimer, die Straßen können noch ihre Position ein bisschen verändern. Das ist jetzt nur, um eine grobe Vorstellung zu bekommen. Also ich werde hier jetzt zunächst mal meinen zentralen Platz schaffen. Die Hauptstraßen sollen ja gepflastert sein, also werde ich hier einen zentralen gepflasterten Platz schaffen, wo dann auch der Villager Breeder steht. Für gepflasterte Straßen und Plätze habe ich so meine ganz eigene Technik. Dazu muss man natürlich erstmal das ganze Gras entfernen, weil es soll ja auf diesem Level sein. Und dann ersetzt man das durch die passenden anderen Blöcke. Das hier wird also mal die Grundform des zukünftigen Platzes. Ich meine, das muss man dann eh hinterher ein bisschen anpassen, wie die Gebäude und so weiter mit dazukommen. Aber ich möchte auf jeden Fall diesmal den Platz fertig gebaut haben, bevor ich den Villager Breeder draufstelle, weil es war beim letzten Mal nicht ganz so einfach, dann den Platz auszutauschen, ohne dass die Villager merken, da sind ja nur ein paar Türen unten drunter. Deswegen mache ich das jetzt erstmal so. Und um jetzt hier was Gepflastertes hinzukriegen, verteile ich einfach hier erstmal wahllos Steine drauf. Es soll hinterher halt ein zufälliges Muster von verschiedenen Steinen ergeben, also kein Muster, sonst hat man ja gleich wieder ein Muster. Wo war ich stehen geblieben? Ach ja, genau, es soll also hier eine Verteilung von Blöcken geben. Und ja, das mache ich einfach mit verschiedenen Graublöcken, halt getreu dem Motto, ich habe es bestimmt schon mal erwähnt, auflockern. Dass also hier etwas Abwechslung in den Boden reinkommt. Das kann man einfach so zufällig ein bisschen verteilen. Und ist auch nicht schlimm, wenn die mal nebeneinander liegen. Auch selbst wenn sich mal ein kleines Muster ergibt, das ist alles nicht so dramatisch. Das braucht man keine Raketenwissenschaft. Man füllt damit eh etwas größere Flächen aus. Deswegen muss man halt ja immer mal 5 gerade sein lassen in der Verteilung. Wenn man jetzt das Gefühl hat, jetzt ist zu regelmäßig verteilt, dass
kann man ja hinterher noch ausgleichen. Im Zweifelsfall, wenn man jetzt wirklich das Gefühl hat. Aber es fällt hinterher sowieso keinem auf. Deswegen, wie gesagt, keine Raketenwissenschaft. Einfach mal Blöcke setzen. Dann wird das schon alles in Ordnung aussehen hinterher. Die Verteilung macht die Musik. Und schon ist der Platz fertig. Wie gesagt, hier kommt der Villager Breeder in die Mitte. Den kennt ihr ja schon aus der Folge in Lansby. Und dann mache ich erst nochmal einen Zaun außenrum, bepflanze hier am Rand das dann mit Karotten, dass die Leute sich selbst versorgen können, sobald ein Farmer erzeugt wurde. Und dann kann ich den hoffentlich auch hier stehen lassen, den Villager Breeder. Bevor ich jetzt diesen Krater hier auffülle, um halt die Stadt etwas einzuebnen, wollte ich aber euch erst noch was anderes zeigen, was ich gefunden habe, als ich hier am Höhlenuntersuchen war. Und mal gucken, hoffentlich finde ich es jetzt auf Anhieb auch wieder. Denn das war insgesamt, war das eine ziemlich coole Sache. Mal schauen. Ja, Kohle, das war es nicht. Also Kohle habe ich natürlich genug, aber ich müsste jetzt eigentlich relativ bald Bruchstein auftauchen. Haha, sehr schön. Und dieser Bruchstein führt mich also zu einem Spinnenspawner. Direkt unter der Oberfläche, wie ihr seht. Und das heißt, damit wird auch nochmal was gemacht werden. Aber erstmal hier abgreifen. Der Villager Breeder ist vorbereitet. Jetzt pflanze ich hier in den Ecken noch ein bisschen Karotten an, falls ein Farmer kommt, wie gesagt. Dieser Zaun hier, der ist jetzt weniger dafür da, um die Villager drin zu behalten. Der ist vielmehr dazu da, um irgendwelche Monster draußen zu halten, falls sie denn aufkreuzen sollten. Nochmal von hier oben aus die Dimensionen checken. Und ja, eigentlich sieht das gar nicht so schlecht aus mit der Platzgröße. Die wird, ja doch, so die Größe ungefähr wird der haben. Mal schauen, vielleicht wird er noch ein bisschen größer. Aber im Großen und Ganzen passt das. Jetzt sind die Beete gepflanzt, jetzt warte ich nur noch den Morgen ab und dann kommt die große Schienenaktion von hier rüber und dann kann der Villager Breeder losgehen. Die Schienen sind verlegt, auch alle schön auf Dreckklumpen, sodass ich hinterher wegbauen kann und rein theoretisch mit dem schönen Gefälle sollten die Dorfbewohner jetzt auch dort ankommen. Und dann bist du gleich mal mein erstes Experiment. Los, auf die Schienen, okay, na, komm. Und jetzt los geht's. Mal gucken, was passiert. Ja, bis jetzt sieht's gut aus. Als weiter, immer weiter und bam. Und den anderen schmeißt du direkt oben drauf. So, nochmal zwei. Na los, hopp. Auf die Schiene. Nicht sträuben. Und los geht's. Das finde ich immer das Beste bei so Aktionen. Na, gucken sie sich schon an. So. Na gut, mal gucken, was jetzt passiert. Ich befreie die jetzt erstmal, die Jungs. Ja, beziehungsweise ich baue das erstmal hier ein bisschen ab. Bloß keine Chance zur Flucht geben. Und jetzt eins, zwei. Und gleich bringe ich euch noch was zu essen. Dann geht's los. So, hier kommt das Futter. Da, bitteschön. Und nimmst du es auf? Ja, sehr schön. Hier kriegst du noch mehr. Du ebenso. Guck, hier schön was zu futtern. Also, jetzt aber mal hier hurtig Nachwuchs produzieren. Klar? Alles klar? Gut. Jetzt macht sich auch das Burgtor hier gleich viel besser. Ich habe mir hier hinten auch mal ein paar manuelle Farmen angelegt. Also irgendwann soll das ja mal hier alles automatisiert werden. Aber bis dahin brauche ich zum einen noch Samen, zum anderen brauche ich jede Menge Gemüse, um halt überhaupt das alles mal anzustarten. Ja, da kann ich euch gleich einen Tipp geben. In Streifen anpflanzen bringt das beste Ergebnis. Na, das hat doch schon mal geklappt mit dem Villager Breeder. Sehr schön. Und nur wenige Tage später hat es sich hier doch schon, ja, gut entwickelt. Und wir haben auch schon kleine Bauern, die dafür sorgen, dass das hier immer weitergeht. Na, wunderbar. Ich will jetzt die Zwischenzeit nutzen, um mal schon mal anfangen, also dass ich hier in der Nähe bin, kann ich mal aufpassen, dass hier nichts passiert und kann hier mal ein paar Gebäude bauen. Und das erste, was ich bauen würde, wäre also hier, weil diese Ecke ist mir ein bisschen verdächtig, wo ich die Straßen gesetzt habe. Das heißt, ich baue hier als erstes mal, sagen wir mal, einen Kaufladen hin.
Erstmal lege ich das Fundament dazu aus. Da haben wir doch jetzt mal eine schicke Form. Ich gehe mal davon aus, dass diese Mitte hier zweistöckig wird und das hier einstöckig. Werden wir nochmal sehen. Vielleicht muss da noch ein kleines Treppenhaus dran. Aber grundsätzlich ist jetzt erstmal diese Form. Deswegen verlege ich jetzt erstmal den Boden hier rein. Jetzt ist die Form des Hauses doch viel deutlicher. Jetzt werde ich mal anfangen, das Ganze etwas nach oben zu bauen, im üblichen nordischen Stil sozusagen. An dieser Stelle hier sieht man auch ganz gut, warum das eigentlich auch wieder so ein dynamischer Prozess ist. Ich hatte mir jetzt zwar gedacht, die Straße geht hier rüber, aber wird dann hier wohl außenrum vorbeilaufen. So, und um mir selbst einen einfachen Weg hier auf diese Konstruktion drauf zu verschaffen, werde ich hier jetzt einfach mal ein Treppenhaus hinzufügen, mit dem man dann in den zweiten Stock wechseln kann und das hinterher irgendwie hoffentlich in die Konstruktion auch integrieren. Treppenhäuser sind eigentlich ganz nett zu machen. Man muss eigentlich nur solche Stufen dann die ganze Zeit einmal rum hochbauen und schon kriegt man hier ein 1A-Treppenhaus hin. Jetzt habe ich auch die Balkenlage für das Obergeschoss fertig. Das muss ich jetzt hier nur noch ausfüllen, damit ich hier eine schöne zweite Ebene habe, auf der ich arbeiten kann. Ach, und so schnell geht's. Jetzt ist mir doch gerade eben aufgefallen, dass ich dieses Querschiff, nennen wir es mal, nur 1, 2, 3, 4 in der Mitte bereit gemacht hat, statt 5. Also hier würde ich auch wieder ein komisches Dach bekommen. Das heißt, alles erstmal zurückbauen ab hier und alles weiter nach einen nach hinten versetzen. Schön. Also es bewahrheitet sich wirklich. Lieber zweimal messen als einmal korrigieren. Also das ist etwas, das wird einem auch jeder Handwerker bestätigen können. Lieber gleich das Ganze richtig machen, anstatt einen Fehler hinterher zu haben, den man korrigieren muss. Ich meine, Gott sei Dank hat man es in Minecraft ja nie mit so wirklich schwerwiegenden Fehlern zu tun. Also jetzt hier die Blöcke alle etwas zu erweitern, das ist jetzt eine Sache von ein paar Minuten. Aber gut, wenn man mal so sich vorstellt, okay, jetzt hat man mal einen Fahrstuhl falsch platziert oder die Brücken passen nicht zusammen. Also da muss man im Real Life schon mehr mit aufpassen. So, und schon ist der kleine Aussetzer korrigiert. Jetzt sind hier alle 5 breit, sodass ich jetzt hier eigentlich anfangen kann, mal Dächer drüber zu bauen. Dazu baue ich wie gewohnt meine Außenpfosten hoch und von denen orientiere ich mich aus, wie man die Dächer dann hinterher gestalten muss. Das ist nämlich, hier kommt immer dann der letzte Holzbalken drauf und quasi dann hier diese Verbindung rüber, die sich dann, ja, genau so ist richtig. Jetzt brauche ich nur noch ein paar Bruchsteintreppen. Die habe ich mir jetzt mal geholt und also erstmal hier was anbringen. Und jetzt geht es hier also schön weiter. Ja, immer schön die Treppe hochbauen bis zur Mitte hin. Die habe ich hier erreicht. Dann kommt so einer. Ist hier die im Norden übliche Dachform und die wird, ja, da muss ich das Rad jetzt nicht neu erfinden. Das Rad muss ich neu erfinden, wenn eine andere Kultur drankommt. Aber das wird erst in der zweiten Staffel oder sowas sein. Also, wenn das hier der Aufgang in den zweiten Stock ist, dann hat der einen Anschluss hier an das Dach. Da muss ich mir noch überlegen, wie ich dann den Aufgang in den dritten Stock quasi ins Dachgeschoss mache. Das wird noch ganz schön kompliziert. Also baue ich jetzt einfach mal das Dach und guck mal, wo wir hinkommen. Gut, hier werde ich dann einen Anschluss machen müssen. Das heißt, diese Seite muss weg, weil da müssen dann ja Wände hochgebaut werden. Und hier oben kann der Anschluss angebracht werden. Na, jetzt fehlen mir hier die Stufen, die Bruchsteinstufen, die ich gerne benutze, um oben den First zu machen. Da haben wir doch welche, die reichen auch aus. Was ich etwas entsetzt feststellen musste, ist, wie oft ich hier nachts Besuch von Zombies kriege. Also meine Ausleuchtung ist vorsichtig ausgedrückt schlecht. Also da muss ich noch nachbessern, das kommt aber im Laufe der Zeit. So, ups. Ah, sieh mal einer an.
Das heißt, hier läuft... Ah, ja. Hier läuft schon etwas unterhalb. Okay. Das heißt, ich mache hier dann einfach einen Übergang rüber. So, hier kommt der Anschluss ran. Und hier dann entsprechend noch eine Säule. Ups, so war das nicht gedacht. Ja gut, das wird eh zugemacht werden mit Holzbrettern. Also von daher geht hier viel Fläche verloren, aber alles nicht so schlimm. Okay, so kann man das stehen lassen. Jetzt hat sich jedoch einiges gemacht. Also der Aufgang geht hoch, hat hier ein vielleicht noch verbesserungswürdiges Flachdach. Das zeige ich euch, glaube ich, gleich noch. Hier ist der Anschluss eigentlich soweit gemacht. Das kann ich mir noch überlegen, ob ich das noch ein bisschen anders gestalte. Wie immer, das ja, seht ihr, da höre ich es doch schon. Hier hängt irgendwo ein Zombie rum, der gerade verbrennt. Irgendwo spawnen die noch und das muss ich nochmal rausfinden. Sonst haben meine Dorfbewohner hier kein schönes Leben. Also hier ist der Dachaufgang. Ich habe hier mal einen Rand von Bruchsteinstufen draufgepackt, dass hier nichts spawnen kann, auch wenn ich es nicht beleuchte. Hier kann ich jetzt einfach das Dach machen. Hier habe ich das etwas nach, okay, aber nach außen gezogen. Ach, könnte auch noch ein bisschen verziert werden, das ist im Moment noch zu hässlich. Ach, man sieht schon, es gibt hier noch einiges zu tun. Jetzt ist ein guter Teil des Gebäudes fertiggestellt und man kann auf jeden Fall die äußere Form schon mal erkennen. Damit bin ich auch soweit recht zufrieden. Müssen noch ein paar Sachen folgen, wie beispielsweise die üblichen Zäune, die hier immer angebracht sind. Das wird mit Sicherheit ein bisschen für Abwechslung sorgen. Und was mir noch nicht gefällt, ist diese Fläche. Die möchte ich noch etwas auflockern. Das sieht doch jetzt eigentlich ganz ordentlich aus. Auch wenn ich mir für diese Fläche immer noch was überlegen muss. Das gefällt mir noch nicht so gut. Das weiß ich gerade noch nicht. Und was mir auch nicht gut gefällt, ist hier hinten dieser Treppenaufgang. Das ist noch ein Ausbund an Scheußlichkeit. Könnte glatt moderne Architektur sein. Da muss ich auch noch ein bisschen was dran verändern. Ja, das ist doch schon drastisch besser als dieses Flachdach. Jetzt haben wir nämlich hier wirklich eine interessante Dachkonstruktion, die auch für Abwechslung sorgt. Das gefällt mir besser. Also mit dem Querbalken finde ich hier die Frontfläche auch etwas besser gelungen. Ich denke, auch wenn hier noch andere Gebäude außenrum stehen, wird das hier noch viel besser wirken. Insbesondere, weil ich finde, dass halt dieses etwas nach außen gewölbte so tatsächlich an mittelalterliche Bauten erinnert. Die mussten ja immer nach dem Grundstückspreis bezahlen, deswegen haben sie dann gerne die Bauten etwas nach außen geneigt. Kann man auch in vielen Städten sehen. So, ihr seht, ich habe das auch außenrum alles verschönert, habe so ein bisschen die merkwürdigen Ecken entfernt. Hier darf ich nicht vergessen, ist der Spinnenspawner unten drunter. Und möchte euch jetzt natürlich auch eine Tour durch das Innere geben. Hier mal eine kleine Lagerbank und dass ich hier mal die Phantome loswerde. Dann habe ich hier eine kleine Treppe nach oben. Die führt hier ins Obergeschoss. Das ist eine bisschen merkwürdige Ecke. Für Kisten kann man die aber gut gebrauchen, weil oben drüber nur Stufen sind. Auch noch ein kleiner Lagerraum. So, und man kann dann hier über eine kleine Leiter bis in das oberste Stockwerk gelangen. Man sieht schon, dieses eine Dach vom Turm ist doch erheblich kleiner. Und hier hat man auch noch jede Menge Raum. So. Und damit sind wir auch wieder am Ende der heutigen Episode angelangt. Ich bin sehr glücklich mit dem Fortschritt. Die Dorfbewohner vermehren sich fleißig. Ich habe hier quasi eine Unterkunft geschaffen, wo ich also hier in der Nähe bleiben kann. Das erste Haus, die ersten Straßen. So langsam fängt dann Grindavik auch an, Formen anzunehmen. Also ganz langsam. Das wird noch intensiver werden im Laufe der nächsten paar Episoden. Aber der Grundstein ist gelegt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bedanke mich fürs Zuschauen und verbleibe euer Mr. Jacer. Macht's gut!